So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Ich habe jetzt den Speicherstand geladen von wo wir hier oben waren. Wo wir dann theoretisch das Gespräch oder den Kampf nochmal haben, wenn wir unten sind. Hoffe ich zumindest, dass es der Speicherstand ist. Aber wir werden es ja gleich. Bleiben Sie da stehen! Das hier muss nicht in einem Blutbad enden! Keinen Schritt näher. Wir können das auf die harte Tour machen oder wir können das friedlich lösen. Erzähl mal, was du ich friedlich wusste meinst. Gar nicht, dass ihr Batterianer die Bedeutung dieses Wortes kennt. Hey, ich mache hier nur meinen Job. Diesen Felsbrocken zu kapern war nicht meine Idee. Ich hatte mich verpflichtet, um ein wenig Geld zu verdienen. Nur ein paar Sklaven einsammeln. Hier geht es nicht mehr nur um ein paar Sklaven. Millionen Menschen werden sterben. Glauben Sie, ich wüsste das nicht? Ich befolge hier nur meine Befehle. Würde es nach mir gehen, wären wir längst verschwunden. Das ist doch deine Entscheidung. Es ist noch nicht zu spät. Ihr könnt noch immer gehen. Wohl nicht. Balak würde mich bei lebendigem Leib häuten und meine Haut aus lauter Boshaftigkeit verkaufen. Irrer Bastard. Diese Mission ist ein reines Fiasko und ich werde dafür büßen müssen. Warum ihm folgen? Warum hören Sie dann noch auf ihn? Gute Frage. Seit wir gelandet sind, habe ich ein ungutes Gefühl. Und jetzt will Balak ihren Tod. Und was Balak will, bekommt Balak auch. Ich kann nichts daran ändern. Probier's mal mit überreden. Wollen Sie denn immer nur der Zweite in der Befehlskette sein? Bringen Sie mich hier raus, dann werde ich mich um Balak kümmern. Dann sind Sie es, der die Befehle gibt. Ja, interessantes Angebot. Hat definitiv seine Vorteile gegenüber der derzeitigen Situation. Abschalten. Das ist jetzt Balaks Problem. Ich hoffe, Sie sind mit der Waffe ebenso schnell wie mit Ihren Versprechungen. Um unser Beiler willen. Alles gut. Balak wird tot sein, bevor Sie diesen Asteroiden verlassen haben. Ich hoffe, dass Sie recht behalten. Balak hat sich in der Hauptanlage verkrochen. Sie werden das hier brauchen, um reinzukommen. Unterschätzen Sie ihn nicht. Er ist ein hinterhältiger Bastard. Gehen wir. Wir verschwinden von diesem Felsbrocken. Vorbildlich sogar bekommen. Ging es jetzt hier raus? Muss man mal kurz mal gucken. Ne, hier ging es rauf. Gut, dann. Kryo-Sicherheitszelle. Ach, diese Dinger sind das, okay. Diesmal haben wir hier auch keinen festgebackten in der Decke. Das wohl doch nicht so gut, alles mit Waffengewalt zu lösen. Wo steht denn unser Auto eigentlich? Wo habe ich das denn geparkt? Ah, da hinten. Mal einen Schluck trinken hier. Frag mich gerade, ob man das Radar, weil die steht zum Beispiel 40 Meter, ob man das auch irgendwie einstellen kann für weitere Entfernungen oder nähere, also was Näheres. So, und wo ist denn jetzt die Hauptanlage? Wir denn hier Radio, Funktur, Forschung. Missionsantrieb, Hauptanlage, da. Dann eiern wir mal dahinter. Hui. Dum, dum, dum.
So, warte mal. Nein. So rüber wollte ich doch eigentlich mit dem Auto. So, dass wir irgendwo hier so runterkommen. Alter, wollt ihr mich verarschen? Warum? Das war's. Wir schauen uns mal ganz kurz um. Ich bin ein bisschen verwirrt, dass die Türme nicht runterkommen. Oder sind die dann jetzt hier da? Aber hier scheint es sonst nichts zu geben. Sehr schade. Vielleicht hier hinter dieser Wand? Nee, auch nicht. Okay. Komm, den Planet, also diesen Asteroiden könnte man doch gar nicht mehr aufhalten. Der würde doch jetzt allein schon von der Schwerkraft des Planeten angezogen werden, dass der da rein donnert. Speichere Inhalte. So, das mache ich auch mal ganz kurz. Hier, Kiste mit Granaten. Na, gib mir her das Zeug. Schön, dass da schon mal die erste Blutlache im Boden ist, ja. Auf damit. Ich habe dich schon gesehen, dass du dich da hinten versteckt hast, aber... Ah.
Leute, könnt ihr denn überhaupt auf irgendwas Acht geben? Also die permanente Überhitzung von irgendwelchen allen Waffen. Hallo? Warum kann ich nicht heilen? Dich kann ich nicht wieder aufkleben, aufheben. Du bist das. Jetzt hier. Was klingt praktisch. Das sieht mir. Oh, hier ist noch was. Bist du? Erstmal glaube ich hier oben mal rumlaufen. Hier geht es nirgendwo hin. Nur zur Sicherheit, dass wir auch alles haben. Hier gibt es auch nichts. Das sieht mir aber sehr nach Bombe aus, ja. Ich bin mir nicht schlüssig, auf was die schießen. Also ich konnte jetzt nicht erkennen, worauf die geschossen haben. Mach du das zuerst. Da. Ihr Menschen. Ihr macht mehr Ärger, als ihr wert seid. Eine ganze Menge mehr. Ich fange gerade erst an. So berechenbar. Aber das hier ist vorbei. Ich werde jetzt diesen Asteroiden verlassen. Sollten sie versuchen, mich aufzuhalten, zünde ich diese Ladungen und dann werden ihre kleine Helferin und ihre Freunde sterben. Ich kann sie nicht einfach gehen lassen, Balak. Nicht nach dem, was hier passiert ist.
Das ist doch gar nichts. Ihr Menschen habt den Batterianern weitaus Schlimmeres angetan. Hä? Wir wurden gezwungen, ins Exil zu gehen. Wir mussten uns unsere Nahrung erbetteln und stehlen, um zu überleben. Und das geht nun schon seit Jahrzehnten so. Warum lassen Sie Ihre Wut an diesen Leuten aus? Sie haben Ihnen und den Batterianern nichts getan. Nichts getan? Sie meinen, abgesehen von der Kolonialisierung einer Welt, die uns hätte gehören können, abgesehen vom Stehlen der Ressourcen, die uns hätten gehören sollen? Wir waren auf uns allein gestellt, mussten uns irgendwie verteidigen. Aber die Menschen waren stärker als wir, das wussten wir. Und auch der Rat wusste das, aber es spielte keine Rolle. Ihr seid schuld, Sie und Ihr Volk. Ihr habt Schuld an unserer jetzigen Lage. Das entschuldigt doch nichts. Oder worauf wollen Sie hinaus? Machen wir das dann. Entschuldigt den Mord an Unschuldigen? Wir hatten doch keine andere Wahl. Manchmal muss man erst jemandes Aufmerksamkeit erregen, bevor derjenige zuhört. Ging es auf Elysium darum, unsere Aufmerksamkeit zu erregen? Tja, das habt ihr geschafft. Und als wir antworteten, seid ihr feige weggerannt. Jetzt wollt ihr das alles von vorn anfangen lassen? Es reicht! Sie wissen doch gar nichts! Ich glaube, Sie wollen es auch gar nicht wissen. Und ich verschwende hier meinen Atem. Wenn Sie wollen, dass Ihre Freunde noch ein wenig am Leben bleiben, sollten Sie zur Seite treten. Ich werde einen Terroristen wie Sie ganz sicher nicht gehen lassen. Machen Sie mit den anderen, was Sie wollen, aber es wird das Letzte sein, was Sie tun werden. Ich hoffe, dass es das wert ist. Das war, glaube ich, die falsche Entscheidung. Auf Sie wartet ein blutiger Tod. Ich glaube, das war die falsche Entscheidung. Das war die Entscheidung hier. Okay, Moment. Dann nehmen wir, glaube ich, die hier. Ja, da. Das muss zwar nochmal hier ein bisschen durchkämpfen, aber... Die Leute hier einfach umlegen, ist, glaube ich, kein guter Plan. Ich habe sie nicht getroffen. Na, komm schon. So. Verstehe gerade nicht. Nee, hier von wo auf mich schießt. Jetzt weiß ich's. Der wird ja so gleich von da oben kommen. Einfach mal so spontan umgehauen. Ernsthaft, zwei Schuss und du machst Überhitzung.
Gott, diese Knarre regt mich so auf. Wie können die eigentlich permanent überhitzen? Das ist aua. Ich hau dich einfach um, Helm. Warum überhitzen die Knarren alle auf einmal so mit einem Schuss? Das ist doch nicht normal. So. Stirb, Menschlein. Ich glaub selber. Keine Lust jetzt, das so. Ihr Menschen. Ihr macht mehr Ärger, als ihr wert seid. Was soll das? Lassen Sie die Geiseln gehen. Dann leben Sie vielleicht lange genug, um sich vor dem Rat zu rechtfertigen. Ich bin dem Rat keine Rechenschaft schuldig. Oder Ihnen. Ich werde jetzt diesen Asteroiden verlassen. Sollten Sie versuchen, mich aufzuhalten, zünde ich diese Ladungen und dann werden Ihre kleine Helferin und Ihre Freunde sterben. Ich kann Sie nicht einfach gehen lassen, Balak. Nicht nach dem, was hier passiert ist. Das ist doch gar nichts. Ihr Menschen habt den Batterianern weitaus Schlimmeres angetan. Wir wurden gezwungen, ins Exil zu gehen. Wir mussten uns unsere Nahrung erbetteln und stehlen, um zu überleben. Und das geht nun schon seit Jahrzehnten so. Warum lassen Sie Ihre Wut an diesen Leuten aus? Sie haben Ihnen und den Batterianern nichts getan. Nichts getan? Sie meinen, abgesehen von der Kolonialisierung einer Welt, die uns hätte gehören können, abgesehen vom Stehlen der Ressourcen, die uns hätten gehören sollen? Wir waren auf uns allein gestellt, mussten uns irgendwie verteidigen. Aber die Menschen waren stärker als wir, das wussten wir. Und auch der Rat wusste das, aber es spielte keine Rolle. Ihr seid schuld, Sie und Ihr Volk. Ihr habt Schuld an unserer jetzigen Lage. Das entschuldigt doch nichts. Und das entschuldigt den Mord an Unschuldigen? Wir hatten doch keine andere Wahl. Manchmal muss man erst jemandes Aufmerksamkeit erregen, bevor derjenige zuhört. Wie auf Elysium? Ging es auf Elysium darum, unsere Aufmerksamkeit zu erregen? Tja, das habt ihr geschafft. Und als wir antworteten, seid ihr feige weggerannt. Jetzt wollt ihr das alles von vorn anfangen lassen? Es reicht! Sie wissen doch gar nichts! Ich glaube, Sie wollen es auch gar nicht wissen. Und ich verschwende hier meinen Atem. Wenn Sie wollen, dass Ihre Freunde noch ein wenig am Leben bleiben, sollten Sie zur Seite treten. Diesmal mal so rum. Sie können gehen. Aber das hier ist noch nicht vorbei. Ich werde Sie finden. Irgendwann. Möglicherweise. Aber ich werde dafür sorgen, dass Sie mir zumindest heute nicht folgen. Diese Sprengladungen hängen noch immer an einem Zeitzünder. Sie sollten sich lieber beeilen, wenn Sie Ihre Freunde retten wollen.
Ach ja. War die irgendwo hier? Ne, hä? Wo waren die? War die vielleicht oben drüber? Ja, erstmal das Minikit hier mit. Hier ist auch noch was mitnehmen. Das Geld ist schon wieder ins Gras gebissen. Sag mal. Da ist noch eine? So. Er ist verschwunden. Hat das seine Richtigkeit? Ihn gehen zu lassen war besser als die Alternative. Ich dachte, Sie wollten sich in Sicherheit bringen und auch da bleiben. Vielleicht hätte ich ja was tun können. Irgendwie helfen. Ich hatte das Gefühl, ich müsse hier sein. Ich kenne diesen Asteroiden besser als jeder andere. Sie haben es geschafft. Noch eine Stunde und unser Kurs hätte nicht mehr verändert werden können. Ich habe ein wenig gerechnet, Shepard. X-57 wäre in der Nähe der Hauptstadt eingeschlagen, die am dichtesten besiedelte Region. Aber dank Ihnen wird das nicht passieren. Ist Katie hier drin? Geht es ihr gut? Was ist mit Ihrem Team? Balak hielt sie als Geisel. Ich habe ihn gehen lassen, um sie zu retten. Einen Terroristen gehen lassen oder Unschuldige opfern? Ich bin froh, dass ich das nicht entscheiden musste. Ist das... Werden Sie deshalb Ärger bekommen? Ich meine, er könnte woanders das Gleiche versuchen, oder nicht? Ja, das könnte er. Balak schien mir praktisch veranlagt zu sein. Praktisch, aber hartherzig. Wenn er an meiner Stelle gewesen wäre, wären Miss Bowman und alle anderen Terroristen sicher längst tot. Aber ich werde keine Leute opfern, die zufällig zwischen mich und mein Ziel geraten. Und wie geht es jetzt weiter? Die Bösen kommen davon? Balak ist heute davongekommen. Aber wir werden ihm morgen auf den Fersen sein. Und übermorgen. Und auch überübermorgen. Ich, meine Crew und jede andere Crew der Allianz. Er wird wegrennen und sich verstecken. Aber irgendwann muss er sich zeigen und dann schnappen wir ihn uns. Die Bösen kommen nie davon, Simon. Nicht solange die Guten nicht aufgeben. Verstehe. Gut, dass Sie nicht hinter mir her sind. Shepard, danke für das Leben meiner Enkel. Ich glaube nicht, dass ich hier bleiben werde. Nicht ohne mein Team. Zu viele Geister. Es wird für mich Zeit, zurückzugehen und Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Aber bevor ich aufbreche, möchte ich Ihnen etwas anbieten. Vielleicht können Sie mehr damit anfangen als ich. Als leitender Ingenieur stehen mir einige hochwertige Ausrüstungsgegenstände zur Verfügung. Bedienen Sie sich. Sie haben es sich verdient. Ich weiß, ich verlange eine Menge, aber... Was ist mit dem Universalwerkzeug? Ich könnte sowas wirklich gut gebrauchen. Shepard... Ich denke, ich habe erwähnt, dass Sie meine Kinder und Enkel gerettet haben. Was ist dagegen schon ein Universalwerkzeug? Hier, nehmen Sie es ruhig. Ich hoffe, sie wird Ihnen nützlich sein. Da wäre noch was. Sie baten mich, nach Ihren verschwundenen Ingenieuren zu sehen. Haben Sie sie gefunden?
Ich habe zwei von ihnen gefunden. Sie haben es nicht geschafft. Verstehe. Gut. Aber vielleicht ist der Letzte noch da draußen. Könnten Sie sich bitte noch etwas umsehen? Klar. Passen Sie auf sich auf. Alles Gute, Shepard. Wir schulden Ihnen was. So. Das soll es dann auch für diese Folge gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Für den Fall, dass es euch gefallen haben sollte, würde ich mich über einen Kommentar oder ein Däumchen freuen. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt und euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich auch über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.